In Berlin wird heute gewählt. Die pannenüberschattete Bundestagswahl 2021 wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts teilweise wiederholt. Mehr als eine halbe Million Berlinerinnen und Berliner sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Und was das für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag bedeuten könnte, das weiß Jana Wochnick. Diese Schlangen werden in die Geschichte aller Wahlen eingehen. Sie sind dafür verantwortlich, dass auch heute, 2,5 Jahre später, noch immer der Bundestag von 2021 aufgemischt wird. Einige Abgeordnete könnten ihren Sitz im Parlament verlieren, andere neu einziehen. Die Folgen aber werden kein Gewicht in der Regierungsbildung haben. In 455 Wahllokalen werden die Berliner erneut zur Urne gerufen. In einigen Bezirken wie Pankow sind 85% der Wahlbezirke betroffen, in Lichtenberg dagegen nur 2,9. Rein rechnerisch sind die Veränderungen auf Bundesebene daher gering. Trotzdem, ein Stimmungsbarometer könnte die Wahl schon sein, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, immerhin, die sind ja jetzt schon seit 2 Jahren im Amt. Ne? Hat sich ja viel getan. Also ich denke schon, dass das ein Stimmungsbarometer sein könnte. Ich gehe davon aus, dass momentan alles ziemlich politisch im Diskurs ist. Und kann natürlich sein, dass sich da schon ein bisschen was abzeichnet. Das Stimmungsbarometer für die Ampel ist ja sowieso ziemlich weit unten. Und deshalb denke ich, wird sich daran auch nichts ändern. Rückblick. September 2021. Die ersten Prognosen der Bundestagswahl flimmern bereits über die Kanäle. Und in Berlin wird noch immer gewählt. Bis nach 20 Uhr. Schlangen vor den Wahllokalen, keine oder falsche Stimmzettel, Wahlunterbrechungen. Das sorgt für Chaos und eine Verzerrung des Wahlrechts. So entscheidet das Bundesverfassungsgericht auf teilweise Neuwahlen. Die sollen diesmal klappen, auch wenn es mehr denn je eine Rechenaufgabe ist. Die Ergebnisse, die jetzt in den Wahllokalen, wo nachgewählt werden kann, werden natürlich verrechnet mit den Ergebnissen der 2021er Bundestagswahl, die dort schon erzielt wurden. Also wir müssen quasi hier die Rechenaufgabe eben hinbekommen. Das macht es natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die Parteienvertreter sozusagen, nicht einfacher. Spannend könnte es für Direktmandate wie die von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert oder CDU-Ex-Kulturstaatsministerin Monika Grütters werden. Die könnten wackeln. Allerdings auch hier, sie sind gut über die Landesliste abgesichert. Also Schlaglicht auf die Stimmung in der Hauptstadt, ja, die Veränderungen sind nur marginal. Berlin stellt derzeit 29 der 736 Abgeordneten im Bundestag. Und Marco Reinke beobachtet diese Wahl für uns in Berlin. Marco, sind denn diesmal genug Wahlzettel da? So heißt es zumindest und bisher läuft auch eigentlich soweit alles rund. Ich hatte vorhin die Gelegenheit, auch mit dem Landeswahlleiter von Berlin hier zu sprechen. Der hat auch noch einmal gesagt, man ist natürlich deutlich besser vorbereitet. Er hat übrigens davon gesprochen, dass man hier heute die Demokratie reparieren müsse. So hat er das ausgedrückt. Er meint damit natürlich eben all diese Fehler, die 2021 bei der Bundestagswahl vorgekommen sind, dass man die jetzt korrigieren müsste. Und das ist natürlich auch das Ziel dieser Wahl. 2 Gerichtsurteile hatte es ja am Ende gebraucht, die dazu geführt haben, dass einerseits schon das Abgeordnetenhaus und damit ja auch die Wahl des regierenden Bürgermeisters hier in Berlin komplett nachgeholt werden mussten. Jetzt noch einmal die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl, wo sich zwar an der Zusammensetzung nicht sonderlich viel ändern dürfte, aber natürlich steht diese Wahl auch unter ganz anderen politischen Vorzeichen als noch vor knapp 3 Jahren, vor 2,5 Jahren. Damals war es ja noch so, Berlin hat damals als stärkste Kraft die SPD gewählt, gefolgt damals von den Grünen und der CDU. Die Umfragen heute sehen natürlich deutlich anders aus. Von daher blickt man natürlich auch gespannt auf dieses Ergebnis. Aber wir haben es gerade auch schon im Beitrag gehört, ganz leicht auszurechnen sein wird, dass man das leicht ausrechnen könnte. Das wird nicht so einfach, denn es gelten noch viele Stimmen von damals. Das Ganze wird dann alles miteinander verrechnet und das Ganze nach einem komplizierten Verfahren. Also wir haben dann eigentlich erst morgen so richtig Gewissheit, wie es hier für gewisse Abgeordnete aussieht, beziehungsweise wie dann auch das Ergebnis dieser Wahl ausfallen wird. Aber was wird denn erwartet, Marco? Wie sind die Umfragen? Immerhin, auch wenn diese Wahl nicht viel verändern wird, jetzt gilt sie ja doch als wichtiger Stimmungstest, vor allem für die Ampel. Ja,
Ja, Umfragen gibt es natürlich nur auf bundesweiter Ebene und da hat sich ja in den letzten Wochen gezeigt, dass die Ampel zumindest in ihren Stimmverhältnissen doch desaströs dasteht. Ob sich das jetzt konkret in dieser Wahl dann oder in dieser Wahlwiederholung so abbilden lassen wird, da darf man am Ende durchaus gespannt sein. Interessant wird natürlich auch, wie hoch am Ende die Wahlbeteiligung sein wird. Der Landeswahlleiter sagte mir vorhin, es gibt einige Schätzungen, die davon ausgehen, dass gerade einmal 40% der Berlinerinnen und Berliner, die heute ihre Stimme abgeben dürfen, am Ende auch genau das tun werden. Er selber hofft natürlich auch auf etwas über 60%, damit sich das so ungefähr mit der Bundestagswahl deckt. Aber sicherlich wird sich dann auch am Ende zeigen, wie wahlmüde mittlerweile die Berlinerinnen und Berliner geworden sind.